Guten Tag, da sind wir wieder bei Mass Effect Andromeda. Wir sollen mit Wladimir Brecker reden. Das tun wir. Hallo Pathfinder. Hi. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Blöcke von Leuten aufwecken. Individuelle Kolonisten. Ja, fangen wir rum an. Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Mhm. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Ich bin zuständig für vollständige Kolonieblöcke mit Spezialisten. Ich kann individuelle Anfragen berücksichtigen, aber wir sollten zunächst das Gesamtsystem in Gang bringen. Okay. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Das ist sehr schön. ALP Statuskontrolle. So, wir hatten ALP-Punkte, ne? Nächste Stufe ALP-Punkte. Was können wir denn machen? Wissenschaftsdepots, Verteidigungsdepots, Handelsdepots. Eine Kryokapsel-Punkte verfügbar. 0 von 17 Vorteile frei. Ist ja geil. Wissenschaftsdepots. Diese aufgrund ihrer jahrelangen Felderfahrung in Findigkeit in Unfindigkeit in Drucksituationen ausgewählte Wissenschaftler können die Forschung und Rohstoffgewinnungskapazität der Initiative rasch verbessern. Ambi-Veteranen aus allen Teilen der Milchstraße engagieren sich mit ihrer Kampfausbildung und ihrer Überlebensfähigkeit in der Wildnis von Andromeda und Handelsdepots. Der Handel ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Diese talentierten Händler und Unternehmer nutzen ihre Kontakte zur Beschaffung seltener Objekte für finanzielle Investitionen oder zur Verbesserung der Inventarverwaltung. Ich denke, Händler, wenn wir die jetzt so wirklich schon anklicken könnten, wäre eigentlich noch relativ sinnlos, weil wir haben noch keine andere Spezies getroffen, die nett ist. Mit anderen Worten, mit wem oder was wollen die handeln? Klicken wir uns mal Wissenschaftlerleute an. Labortechniker erhalten sie regelmäßige Forschungspunkte. Das ist schon mal nicht schlecht. Labortechniker helfen dem Wissenschaftsteam der Nexus, die Daten über Helios effizienter zu analysieren. Und Minenanlagen erhalten sie regelmäßig eine Auswahl an Materialien. Sehr cool. Forschungsordner an Quellen. Okay, warte mal, nehmen wir nochmal zurück. Was wir hier haben? Munition erhalte regelmäßig eine Lieferung mit Verbrauchsobjekten. Organische Materialien. Tech-Materialien. Enthüllt versteckte Lager rund um eingerichtete Aufklärungsposten. Erhalten Sie 15% mehr Credits für Apex-Munition. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann hätten wir noch Handelspots. Verdienen sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits. Wow, nicht schlecht. Bessere Preise vor allem Kaufen und Verkaufen. Und Erhöhung der Inventarkapazität. Okay.
Energiewert, wenn wir das denn nehmen? Flump. Wie viel kann ich denn? Ich kann... kann echt bloß ihn drin drücken. Ah, ich kann in jeden ihn. Oder? Ist das so? Nee, kann ich jetzt nicht mehr, ne? Warte, guck ich mal. Shit. Wow, hätte ich das gewusst, dass ich bloß einen davon benutzen kann, dann hätte ich das irgendwie anders gemacht. Aber guck mal, wahrscheinlich können wir dann mit der nächsten Stufe den nächsten benutzen. ALP ausgeben, um Vorteile zu erhalten. Naja, hätte irgendwie besser laufen können. Ah, hier, Kryokapselpunkt, alles klar. Okay, das Onanon-System reisen. Nee, erst gucken wir den nochmal an. Der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Yay, wir leben. Ihre Geschichte, Ihre... Guck mal, jemanden aus dem Kälteschlaf holen. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. Das ist aber nett von dir. Ihr ist Chefingenieurin Grace Little. Und die Technik. Ja, ich werde erstmal die. Diese Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Ja, guck mal hier. Ich möchte jemanden aus dem Kälteschlaf holen. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Ich habe gehört, dass die Chefingenieurin auf Eos zurück in den Kälteschlaf gegangen ist. Wir hatten einige Anfragen dieser Art. Die ersten Monate in Helios waren entmutigend. Jetzt, wo Prodromos wieder auf Kurs ist, will ich sie zurück im Einsatz. Chefingenieurin Grace Leto, Kennzeichnung E97 Durango. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Ich würde sich bestimmt denken, Alter, leck mich doch am Arsch, ich will schlafen. Warum haben einige Kolonisten eine Kennzeichnung aus Zahlen und Buchstaben? Die haben alle Mitglieder der Initiative. Zumindest irgendwo in der Datei mit ihrem Lebenslauf. Sie ist aber nicht relevant, wenn sämtliche Aufgaben von allen erledigt werden. Es ist ungefähr so wie bei einem zweiten Vornamen. Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Mit anderen Worten, wenn ich jetzt die B85 bin, bin ich besser als Y3. Ich wusste nicht mal, dass ich eine habe. Sie waren in erlesener Gesellschaft schon bevor Sie zum Pathfinder ernannt wurden. Scott Ryder, Pathfinder, Spezialistenkennzeichnung, A04 Malapa. Was Interessantes? Ein A und niedrige Null. Da ist jemand schon von Anfang an dabei. Okay. Wieso sind Sie bei der Initiative? Ich war Lehrer. Ein gutes Leben. Ich habe bis zum Schluss die Vor- und Nachteile gesehen. Sie haben sie abgewogen und gesagt, auf nach Andromeda? Nein, es gefiel mir nur nicht, dass ich das Ende sehen konnte. Hier habe ich keine Ahnung, was morgen sein wird. Das gibt mir eher das Gefühl, dass ich lebe. Andromeda-Lebensfähigkeit. Bei jedem Stufenanstieg der Nexus können Sie eine neue Gruppe von Siedlern aus dem Kryoschlaf aufwecken. Unterschiedliche Gruppen bieten unterschiedliche Gameplay-Vorteile. Neue Optionen werden verfügbar, wenn Sie die Lebensfähigkeit im Cluster verbessern. Ja, richtig. Danke. Tat ich eigentlich schon gerafft, aber danke. Ja, Pathfinder. Guck mal hier, Status. Wie ist Ihrer Ansicht nach der Status der Initiative? Läuft. Bitte befragen Sie dazu das ALP-Interface. Es verfügt über eine detaillierte Auflistung Ihrer Fortschritte. Und Ihre persönliche Meinung? Ihr Fortschritt ist aufregend. Ich fordere Sie dazu heraus, meinen Job überflüssig zu machen, Pathfinder. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Okay, das läuft doch schon mal ganz gut. Mit Addison habe ich gerade keine Lust zu reden. Wir gucken nochmal in unser Questlog.
Das war jetzt die priorisierte Operation. Ups, Entschuldigung. Verschollene Archen. Ja, naja, klar. Nagma Drake, kroganischer Verrat mit Cash über Spenderin. Familiengeheimnisse Rider. Ja. Würde ich einfach mal sagen, machen wir das. Denn das dürfte hier noch auf der Station sein. Wir wollen ja hier sowieso nochmal gucken, ob wir alles mitgenommen haben an technischen Störungen, die hier vorhanden sein können. Ey, was geht ab bei dir? Ey, Drake ist da. 43 Mal. Was? Du hast mitgezählt? Roshan, das ist nicht lustig. Schon ein bisschen. Drake, wart ihn ab. Ryder, dieser Ort ist unfassbar, was? Sie meinen diese leicht verbeulte Raumstation? Sie hätten sie mal vor einem Jahr sehen sollen. Da war sie mehr als nur leicht verbeult. Naja, jedenfalls danke, dass Sie mich ins Team geholt haben. Tan kann mich nicht von der Station werfen. Und es war schön, meine Enkelin mal wiederzusehen. Finde ich auch. Sie scheinen sich wirklich nahe zu stehen. Seit ich Cash bekommen habe, hieß es Sie und ich gegen den Rest der Galaxie. Naja, das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher war es das definitiv. Das freut mich für dich. Haben wir das schon gelesen? Derselbe Scheiß, ein neuer Tag. Für die Nachwelt, falls die Initiative scheitert. Die Nexus ist ein einziger Zirkus. Ich mag Tens Arbeitsweise nicht und sein Abscheu gegenüber Krogana ist offensichtlich. Ich glaube zwar, dass seine Absichten letztlich gut sind, aber er ist ein Opportunist, der vermutlich Zwietracht schaffen wird. Ich glaube nicht, dass die Nexus ein Erfolg werden kann, wenn er ungehindert agieren darf. Auf Addison wirkt sich das schon aus. Sie fängt an, die Reihen zu schließen. Ich glaube, ich kann mit Kandros darüber sprechen und zumindest... Ja doch, das hatten wir schon. Fällt mir gerade auf. So, Cash, wart ihn ab. Dell hat mir erzählt, sie hätten ihre Auseinandersetzung mit Spender mitbekommen. Der Pijack tut alles, was er kann, um uns unsere Arbeit zu erschweren. Wieso kommt er damit durch? Spender hat nicht den blassesten Schimmer von Technik, aber er weiß, wie man Leute manipuliert. Und was noch wichtiger ist, ich bin mir sicher, er steht weiterhin mit den Exilanten in Kontakt. Nur kann ich es ohne ihre Hilfe nicht beweisen. Sie haben recht. Diese Sache muss geklärt werden. Schön, dass das noch jemand so sieht. Reden Sie mit Kandros. Er hat wahrscheinlich Überwachungsaufnahmen, irgendwelche Beweise. Aber Sie müssen ihn davon überzeugen, die Freigabe zu autorisieren. Kriegen wir schon irgendwie hin, wa? Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mit Kandros reden. Kandros war hier unten. Niaum, Brücke. Ja genau, der sagt uns, wir haben noch Fähigkeitenpunkte, die wir skillen sollen, aber machen wir gleich. Ja? Freut mich, Sie endlich zu sehen. Sie sollen da draußen ganz schön beschäftigt gewesen sein. So könnte man es ausdrücken. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Mir wurde gesagt, ich soll mit Ihnen über die Meuterei reden. Ich war nicht auf der Nexus, als es geschah. Ich habe darüber gelesen, aber Sie wissen ja, wie die Dinge sich hier rumsprechen. Wissen Sie, wo Spender zu dem Zeitpunkt war? Wieso Spender? Moment. Glauben Sie etwa, er hatte etwas mit der Meuterei zu tun? Vielleicht. Ich versuche nur, Ordnung in die Sache zu bringen. Also in den Logs, die ich durchgesehen habe, gab es tatsächlich einige Diskrepanzen. Ich wollte mir das noch genauer anschauen. Na dann los. Wenn Sie den Fall ohnehin untersuchen, könnte ich Ihnen Zugriff auf das Archiv mit den Überwachungsvideos geben. Wie wäre das? Danke. Sonst noch etwas? Nö. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Okay, Einsatzdimensionen. Die habe ich vorher gestartet, bevor wir angefangen haben. Die werden noch, genau, ein bisschen laufen. 16 Minuten, eine Stunde 13 und 2 Stunden. Aber wir können gucken, wir haben hier unser erstes Team auf 13, der zweite auf 10, also dritte auf 6. Wir können uns auch bald schon wieder neu holen. Uns fehlen bloß noch 25 Punkte.
Und wir können die ganzen Boxen sammeln. Ich habe halt wirklich nicht exzessiv darauf erachtet, dass, wenn eine Mission zu Ende ist, dass ich die neu starte. Sondern immer, wenn ich mal wieder am PC war, habe ich das einfach mal wieder angeklickt. Deswegen öffnen wir das. Bums, Forschungsdaten der Milchstraße. Und ein Relikt, Forschungsdaten. Helios, Forschungsdaten, Milchstraße. Das habe ich gerade nicht gesehen. Milchstraße. Okay. Oh, eine Venom. Vanquisher, selten. Sehr schön. Und Sidewinder. Die sieht geil aus. Credits kriegen wir auch noch. Hat halt nicht gesagt, wie viele das sind. Ja, was sollen in Creditboxen schon drin sein, wenn keine Credits, ne? Na, noch eins. Blink. Silizium. Achso, bearbeiteter Balk. Ich dachte gerade, wir können da drauf reiten. Magnesium. Kupfer. Nochmal Magnesium und Silizium. Bronze-Objektbox. Carnifex, noch eine Waffe. Universalklinge gewöhnlich. Hatten wir eigentlich schon. Deswegen schade. Und die Viper. Silbermaterialbox. Fluorid. Und Nickel. Und Silber-Creditbox. Ne, werden wir Credits kriegen, ne? Sehr schön. Gucken wir mal, was wir dadurch. Guck mal, was wir hier gekriegt haben. Eine verschlüsselte Geheimdienstnachricht. Wir brauchen die Bilder der Panzerungskamera. Pump, pump. 23 Credits sind in den Bronzeboxen gewesen. Und wie viel sind in den großen gewesen? Sehen wir gleich. 38, 33. Sehr schön. Dann haben wir wieder 1700 Credits. So, wie sieht's mit dir aus? Hey Ryder, hätten Sie mal kurz Zeit? Ja. Ja. Lieutenant Sajax, richtig? Genau. Ich stelle gerade Apex-Teams zum Schutz der Leute und Aktivposten zusammen, die sie da draußen zum Einsatz bringen. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet und könnten von ihren Erfahrungen profitieren. Mhm. Direkte Erfahrung ist alles, Information ist alles. Es gibt keinen Ersatz für die Erfahrung am eigenen Leib. Das stimmt, aber ihre Erkenntnisse über die Arschlöcher da draußen wären eine große Hilfe. Sie werden sehen, Apex wird etwas bewirken. Informationen über Gegner sammeln. 6 von 20. Also habe ich schon irgendwas gemacht, ja. Okay, ist also einfach bloß eine Mission, wo wir halt so ein bisschen dazu steuern, irgendwas nebenbei zu machen. Kann ich mich mit dir irgendwie unterhalten? Nö. Hier scheint auch relativ beschäftigt zu sein. Ist aber nicht schlimm. Damit komme ich klar. So, jetzt muss ich gucken. Genau. Munitionsknappheit. Konzentrieren Sie sich auf den Nahkampf. Hier haben wir die Überwachungskameras. Die wollen uns einfach mal rinziehen werden. Diese Datei lässt sich nicht richtig abspielen. War ja klar. Sam, kannst du die Qualität verbessern? Bearbeitung läuft. Wiedergabe gestartet. Moment mal. Übergibt er da etwas an einen der Meuterer? Nimm dieses Instrument. Es verschwindet in der Waffenkammer. Erzähl. Es tut mir leid, Pathfinder. Diese Backup-Datei ist beschädigt. Die Tonspur ist nahezu vollständig zerstört. Möglicherweise hat jemand das Original gelöscht, woraufhin bei einem Systemneustart diese Version wiederhergestellt wurde. Das klingt, als wollte jemand etwas vertuschen. Dem stimme ich zu. Ich kann zwar den Ton nicht wiederherstellen, aber es scheint sich bei dem Ort um Cadera zu handeln. Wie kommst du darauf? Einfach ausgedrückt, durch Lippenlesen. Ich kann den Ort anhand der aktuellen Daten nicht identifizieren. Es scheint bergig zu sein und bevölkert. Wir müssen den Planeten finden, bevor ich das Ergebnis bestätigen kann. Ich werde sie über meinen Kern kontaktieren. Stellen wir Spender zur Rede. Okay, dann jetzt für uns zu Spender. Ja, da ist ein Ausrufezeichen oben. Ist das eine neue Quest? Ist das... ja, das könnte eine neue Quest sein. Hi, Raj. Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns.
dass ich vielleicht nur paranoid bin. Sie wissen doch, was man sagt. Es ist keine Paranoia. Wenn wirklich jemand hinter dir her ist, ja. Das dritte Mal in dieser Woche. Und es wird schlimmer. Das erste Mal war eine Kleinigkeit. Aber diesmal hätte es übel ausgehen können, wenn ich näher dran gewesen wäre. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Wer immer dafür verantwortlich ist, er muss aufgehalten werden, bevor jemand ernsthaft verletzt wird. Das versuche ich ja. Aber ich bin Techniker, kein Privatdetektiv. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen, wenn die mit kritischen Systemen anfangen? Ja, natürlich. Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Das wäre auch ziemlich geil, wenn Mass Effect so richtig böse düster wäre, ne? So, dass wir das nächste Mal hinkommen, erledigen jetzt die Quest für ihn, kommen das nächste Mal zu ihm hin und dann sieht man ihn einfach tot da liegen, weil es hat halt geklappt. Aber wir wissen halt, wer es war und dann können wir den wegschießen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Dafür rennt er gegen die Wand. Das war's mit der Folge, Leute. Er geht weiter in der nächsten und dann werden wir Spender zur Rede stellen. Wahrscheinlich wird er sagen, jo, war nix, ich hab ja nichts gemacht, ich hab bloß hier gestanden und das auf der Überwachungskamera, das weiß ich ja gar nicht. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!